für die Mannheim Session. Wir sind hier bei Match Nummer 66. Beide MCs hatten schon einen Written Battle, du sogar drei mittlerweile. Zwei, jetzt das dritte. Mit Zahlen habe ich es auf jeden Fall. Zwei MCs, die einen gewissen Anreiseweg hier hinter sich haben. Macht bitte Lärm für den aus NRW angereisten Paper Boy! Und mindestens genauso viel Lärm will ich hören für den aus Stuttgart angereisten Sky! Wir haben ausgemacht, dass das Match hier losgeht, also ruhig sein jetzt hier bitte alle! Erste Runde, Scamp! Paperbite, Paperbite. Ey, wofür steht dieser Scheiß? Ich überlegte eine Weile, dachte dann so, okay, na vielleicht für. Ich hab zwar keine Skills, aber red sie mir ein. Beginn am Leben zu zweifeln, welch seelisches Leiden. Denn meine besten Homies kenne ich aus dem Kegelverein. Und ich rätselte weiter, bis ich mich fragte, worum geht es hier eigentlich? Aber nee, ist ganz einfach. Hört auf die Lines von ihm, dann merkt ihr auch gleich, Paperbite steht für pseudo-intellektuelle, substanzlose, generische Zeilen, was eben beweist, dass du nicht mich triffst, sondern einen x-beliebigen, hypothetischen Feind. Ich geb euch mal ein Beispiel, und das ist echt sick, Bro. Du eklig, glitschiges Schuppenwesen, windest dich im Todesgriff, es fühlt sich an, als ob ein Fisch guckst. Als ob ein Fisch guckst? Was ist los, du Crackbitch, Alter? Hast du wieder mal mit deinen Schimpansenfreunden zu viel Meth geballert? Ja, du bist nur ein weiterer MC, der sich für etwas hält, das er nicht ist. Wie eine waschechte Transe in einer Szene, in der man jeden Schwachsinn für krass hält, regnet es auch schon mal ab und zu Schrapnellen. Fuck, wenn du anfängst zu rappen, denkt man sich immer nur, lass es, du Schlampe, denn dein Erscheinungsbild und deine Stimme, Alter, das passt nicht zusammen. Dein Style ist völlig überzogen, wie die Preise einer Raststättentanke. Ja, Rapper wie du verkaufen sich über ihren Wert, bis die Blase platzt wie beim Aktienhandel. Was ihr mit Hip-Hop macht, ist echt die krasseste Schande, denn es zeigt Battle-Rap, der Knecht leidet unter Fachkräftemangel. Time. Macht Lärm für die erste Runde! Feiert! Ludwigshafen, erste Runde hier, Paperbite! Ja. Willkommen zu meinem dritten Clash of Styles gegen Scamp. Ehemals Scamp died, doch die zwei Silben waren für ihn zu schwer zu reimen. Der Name wurde abgespeckt durch die died, charakterloser, uninteressanter, nicht wirklich greifbarer Gegner Nummer 3. Die coolen Kids mit dem Scout-Tanister fanden dich doch immer end-type. Aber das hier, das ist mein Bettekreis Scamp Dite, der Krisenherd an der Front deines Kriegsgebiets, die US Air Jordan Force gegen dein mickriges Beduinen-Team. Es wird direkt durchsieben, denn du hast die Delivery einer Butterblume. Das weckt sengende Mordlust und ich rappe als spräche der brennende Dornbusch gegen den irritierenden Pissfleck auf dem Veranstaltungsflyer. Wir alle beobachten deine kafkaeske Verwandlung zum Freier mit dem Rosamunde-Pilcher-Kleid-Geh-Reim-Schema. So simpel, wie kann man das übersehen? Junge, eher geb ich mir ein Brigitte-Tutorial. Über wen? Jiminy Cricket, dein Markenzeichen ist hier, wo ein Mann oder eine Frau hirntot lacht. Deshalb duckst du dich heute vor meinen Schüssen, bis du Down-Syndrom hast. Und wenn von dir mal eine Kugel fliegt, dann mach ich dich zu einem Human Shield. Denn bei dir geht eh immer alles daneben, weil du wie ein Sturmtruppler schießt. Ja. Was Scamming-Methoden Peter sonst so macht für nur eine einzige Reimkette. Seine Antwort im letzten heißen Battle. Meine Crew sieht man Fruit snackend in Duschmelten, Loops scratchend vom Blues Samples und dann noch ein wacker Abschluss mit Fußende. Da muss ich ganz kurz meinen Senfgas dazugeben. Wenn du und deine vergammelte Crew also mal wieder Obst essend in Bademantel in irgendwelche Loops scratcht, während Blues Samples laufen. Dann muss ich euch ins Chlorbecken wie Truthäunchen tauchen, die gesamte Umgebung zerstauben, euch die Funktion der Luftröhre rauben, euren Lebenssaft von der Ruine verteilen, denn die Bullen werden Blutsamples brauchen. Oh. Ja, du befangen babbelnder Bauernfänger mit dem Horizont eines Auenländers. Du wirst exekutieren, denn ich lass hier wieder den Streithammer schwingen, so lang, bis Witwen am Rande der Straßen sitzend von ihrem Leid klagen, singen alle Feuer um mich in Eisfarben glimmen, den Sauerstoff entziehen, dich um das erlösende Einatmen bringen und zum ewigen Einschlafen zwingen.
Ey, was für Scamp oder Diet, du kickst nur hohle Phrasen. Ey, wenn's sein muss, komm ich nächstes Mal zum Battle auch ohne Namen. Ich steig von den Göttern herab in den Cypher-Kreis. Nicht weil ich muss, sondern zum Zeitvertreib. Und zeig dir gleich, dein Einheitsbrei ist nicht das, was es zu sein scheint. Nein, denn er sagt so Sachen wie Zitat: Ey, du bist so simpel gestrickt wie eine Brezel. Ey, was bist du für ein Esel? Seit wann strickt man denn Brezeln? Die Bitch wird gehäkelt. Ja, dich beim Betteln zu beschreiben, ist echt wahnsinnig komisch. Zuerst begibt er sich in Startposition und dann sagt er auch schon das erste Wort und dabei wandern seine Arme nach oben. Er fängt damit an rumzufuchteln wie so eine panische Ho, dass man sich fragt, was bei dem Spaten da gerade wohl los ist. Ey, die Wahl deiner Worte erinnern an Schamanen auf Drogen und mit deiner Rammstein-Betonung machst du auf hart und bedrohlich. Aber du bist keine Straßenikone. Nein, du siehst aus wie ein Archäologe. Du hättest gern den Intellekt von Gerd Skrobel, doch hast leider nur den Intellekt von Pierre Vogel, du Hassprediger. Du bist nicht Zerd also Mundschuh, du bist mehr so Mundstuhl. Uncool. Du wärst wohl auch gerne Morlock Dilemma, doch wirkst eher wie ein Kinderpornoringhändler. Ja, so ein Style kann man zwar fahren, aber tight oder nicht tight? Das ist hier die Frage. Ey, es ist Paper mit dem Style eines Druiden. Heute wird Blut fließen. Ich bin zwar nicht gut riechend, doch mach dir einen Strich durch deine Blutlinie, Sir Lancelot. Ich mach die Cypher zum Okkulten. Ritual oder Rittermal, das sind Written Parts. Also mach mal nicht auf Prometheus, du Gottloser. Ich frohlocke, wenn du zu hoch pokerst. Es regnet ganz viele Amphibien, wenn ich durchs Land ziehe und im Kampf siege. Mein natürlicher Lebensraum ist die Antike oder Museumskantine. Yeah. Ey, wenn ich deinen Hals in die Hand kriege und elegant biege, dann fühlt es sich an, als ob eine ganz sweet kifft. Time. Mach los! Zweite Runde für Paperboy! Die ganze Battle-Rap-Nummer ist geil. Mit dem Mindset deines GI in Kriegszeiten. Jedes Peace-Zeichen wird zur Zielscheibe zum Niederreißen. Das ist es, könnte man meinen. Vor meinem ersten Battle schreibe ich noch kurzfristig Zeilen bereit, den Gegner zu fällen und die Luft zu verbleien. Fahr 16 Stunden von Berlin und zurück. Und mein erster Gegner konnte anscheinend nicht einmal schreiben, denn er hat in drei Runden nicht mal drei Zeilen. Geil. Alle Mußestunde bei Kerzenschimmer mit Feder und Tintenfass auf einem Pentagramm sitzen, waren also für die Katz. Niemand ernte Prestige dafür, dass er den Kopf eines Wehrlosen abpackt. Battle 2 waren klares 5-0 wie dieses Dosenbier. Er war zwar weder T01 oder 2, aber rein optisch ein großes Tier. Und nach der Resonanz dachte ich, alle guten Dinge sind drei. Beim nächsten Match wird gebombt, aber scheiße, wenn man in den Krieg ziehen will und den Scamper angeboten bekommt. Ist eine quasi unverschleierte Beleidigung vom Chief, deshalb werde ich statt im Bett eine Steinigung vollziehen, Bimbo Beutlin. Hiernach plagt dich ein nagender Hunger im Magen, denn dich zerfrisst im grabenden Kummer die Frage, reicht dein jämmerliches Flöten zum Überragen eines Boom-Bap-Soldaten, du Pestbeule, im Fadenkreuz des Rattenfängers von Harlem? Ja. Ich steck fest im Rap, balls deep. Du wirkst in diesem Kreis hier so deplatziert wie ein verarmter Bauchwarenladenbesitzer in den Geldtempeln der Wall Street. Der Darkstalker, White Walker mit dem Skillset von Skywalker trefft dich am eigenen Corner und smack dich. Lass dich einstecken, Bein brechen, Schlaghage wie aus einer Gatling. Teleport hinter deinen Kopf und ein Headkick, Uppercut Richtung Sternbild erscheinen 20 Meter über dir und dreht dich zurück in Gebäudetrümmer, wo davor noch ein gut besuchtes Geschäft ist. Fertig, Kinderscheiße, ich mach das jeden Tag wie Vergleiche, Fuckboy. Und du bist echt nichts wert. Pissen zum Beispiel ist was wert, das kostet an Tankstellen 70 Cent, riecht wert, aber du bist echt kein Fick wert, ein rotzelöffelnder Giftzwerg. Erklärst deine Zahlen mit Laserpointer, ich erklär dir meine mit Lichtschwert, ja. Und ich lustwandle durch Metaphoriken, mal oldschool wie Alt-Babylonien, aber mal high-tech wie mit Exoskelett. Dann flex ich perfekt, verbrenne alles, der Pyrotechnik-Effekt. Du hast die Hydra-Bestie erweckt, die deinen Hymen grässlich zerfetzt, eiskalt delivered, bis die Kryotechnik ersetzt aus. Macht Lärm!
Ladies haben noch eine dritte Runde. Beginnt bei Scam. Paper, Paper, straight out der Antike. Fabeln, Sagen, Märchen, Götter und Mythen, du bettelnder Nerd, mach nicht auf Zeus oder Horus. Du Strohkopf, beeinflusst nicht den Globus wie Soros. Deine Lyrics klingen groß, doch was ihnen fehlt, ist Logos. Denn was deinen Lippen entspringt, ist künstlich aufgebläht. Botox, also mach nicht auf noble Dichtkunst. Du hast einen verschobenen Blickpunkt. Deine Strophen klingen gehoben, doch inhaltlich eine komische Richtung. Komm auf den Boden zurück, Jung. Denn es ist keine verlogene Missgunst, wenn ich sag, deine Punchlines sind sowas von 2000 vor diesem Christus. Ey, du kommst mit Handwaffen im Zeitalter von Langstreckenraketen. Wenn du denkst, du verbreitest damit Angst, Schrecken und Elend, dann liegst du da ganz heftig daneben. Was du brauchst, ist ein anständiges Mädchen. Ach, was red ich? Was der braucht, ist erstmal etwas Handfestes im Leben. Du bist nicht der Zeit voraus, du bist der Vergangenheit erlegen. Fühlst dich den anderen überlegen, doch das wirkt arrogant und überheblich. Aber verdammt, du bist kein König. Du bist ein richtiger Kauz, du bist zwar nicht von Adel, doch trotzdem bist du durchlaucht. Ich würde dir mal raten, das alles nüchtern zu betrachten, denn du flüchtest vor den Fakten, verstrickst dich in so Sachen, wie das... Verstrickst dich in so Sachen. Wie eine Bulze. Ja, genau. Denn du verstrickst dich in so Sachen, wie das kryptische Verfassen von Texten voll Wackness und Mittelalterwaffen. Du bist nicht lange zuversichtlich, wenn ich aus der Zukunft spitte, denn du und ich sind grundverschieden. Du hättest gern den Ruhm der Ritter, ich dagegen bin Smoothie Fruits im Mixer. Das ist wie Heugabel gegen Apokalypse. Du suchst Begriffe vor deinem Duden sitzen, doch wenn mein Punchstein Luftschloss trifft, kann kein Buch dich schützen. Ich lass deine Realität einstürzen. Mach aus deiner Burg Geschichte, denn ich mach es futuristisch, wenn ich dich und deine Kultur vernichte. Also check es mal, Bruder. Ich bin für dich das rettende Ufer, denn ich bring dich hässlichen Loser jetzt back to the future. Time. Nice. Mach Lärm, Bruder! Ludwigshafen, dritte Runde auf für Paperbite. Jo. Wegen Grad bleib ich für immer Geheimtipp und der Part von Grad, der stellt wirklich sicher, dass es so bleibt, Bitch. Und trotzdem bist du und von mir jeder der Penner gebuddied. Ich schmied dir einen eiskalten Sarg für Fuckchair Nobel. Denn meine Story, die geht so wie alle guten Mythen beginnen. Ich komme in dein Fitte mit Dengel, schwärmen die Kyrie singen. Staubwolken türmen gen Himmel, der Kataklys muss meines wütenden Grimmens saue Auge des Zyklons beginnen, dir die Sinne zu schwinden. Ich spuck ein paar Bars mit meisterlichen Schmiedespitzen. Du schnupperst begeistert an meinen Stiefelspitzen, wenn du dich in den Schlamm wirfst, um sie zu küssen. Du schaffst kaum eine Liegestütze und bist dermaßen wack, du musst dich sogar beim Liegen stützen. Bitch, du wirst komplett egalisiert, demaskiert, demontiert, gib dir mit flüssigen Quecksilberschwertern so schnell geschwungen, dass sie in der Luft zu harten Metall gefrieren. Jeder hieb eine Schallschelle, die noch nach Ionen wird und ein stumpfes Neandertaler-Face, du bist kein Star. Doch kriegst die Bars direkt ins Gestirn. Bitch, du bist in meine Fänge geraten, deine Clown sind kümmerlich geratene French Nails in grellen Farben, bezeichneten Sternenschwaden. Du brauchst das, weil du ja nicht der Hellste bist. An dir funktioniert jetzt schon der Enkeltrick. Bring bring ruhig deine Besten mit, aber wenn ich aus meiner Sänfte steige, Sense, Bitch, komm mit den Sixth Sense Skills, 6 Feet tall in deinen Midget-Film. Ich bin ein Demigott in der Sinnkrise, Papers, Pen Games, Pen and Paper, Frenzy, Berserk, wie Vin Diesel. Ich erzieh dich zum Battle-Rapper, Wachs in meinen Händen. Und alles, was bleibt, ist das dringende Bedürfnis, dir mit dem Rasenmäher einen Mittelscheitel zu kämmen. Ja, statt mit den üblichen goldenen Sperren, erstechst dich mit dem Pfeilen des Armor und du stirbst an gebrochenem Herz. Du hast den Bogen überspannt. Er dreist es dir hier aufzutauchen, Welle zu machen. Ich lehre dich, bevor sie wegschwimmen, auf deine Fälle zu achten. Park meine Caranovelle in deinem Hafen. Du besitzt die Frechheit, dich hier hinzustellen zur Präsentation dieser Brotkrumen und wirst dann stranguliert mit dem Rattenschwanz deines Hochmuts. Oh, Alter. Es ist eine bodenlose Unverschämtheit, so dass dieser bereits angeschissen am Geigenbaum in der Battle-Rapper 24 überraschende Schläge bekommt, bis er aussieht wie ein aufgerissener scheiteblauer Adventskalender. Ja. Diese belehrende Demütigung vergisst du nicht mehr, als wärst du ein Elefant. Du jammerst den Elchgesang so hohl, um dir einen Zweck zu geben, schraub ich den Henkel dran und bei Rap wackelst du im Endengang über Beats und hältst dich für Dendemann. Trotz Schnappatmen, schnapp nicht, sonst beende ich deinen Werdegang als die Hand, die dein
dein Hirn füttert Acker, Bertelsmann, aus. Mach dir mit! Da ging einiges! Das war das bisher auf jeden Fall stärkste Match dieser Session. Da brauche ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Macht mal bitte Lärm für beide! Scheiße! Dankeschön, wir sind draußen. Tschüss! Ey yo, du und deine Lions. Match Nummer 66 hier in Ludwigshafen, Stadt Mannheim. Ich hab's dreimal in der Anmoderation gesagt, ich sag jetzt nicht nochmal. Irgendwas ist da ganz komisch gelaufen. Wir sitzen hier mit Scamp. Ja. Letztes Mal noch Scamp Diet. Jetzt yes, ja. Scamp, jo. Der Junge ist nicht mehr auf Diät. Ja, nein, nicht mehr auf Diät. Nee, ich nehme jetzt zu. Ja, ja, an Skills und an Leistung und an Prallness. Auf jeden Fall. Ja, naja, bist du auf einem guten Weg. Danke, schön, danke. Schön, schön. Wie fandest du das Match hier? Ja, war auf jeden Fall nice. Also so Paperbite war auch ein guter Gegner. Ja. Musste man sich auf jeden Fall darauf vorbereiten. Hast du aber gemacht. Ja, da auf jeden Fall. Zu sprechen kommen, danke, aber danke. Als immer. Ja, gut. Halt einen Monat lang sehr stark darauf vorbereitet. Und ja, was soll ich groß dazu sagen? Also ich habe halt Lines geschrieben, einfach ganz normal. Aber und, ey, du kommst gerade aus dem Battle. Das ist ja nicht so, ja, ich habe gerade Lines geschrieben, ich habe einen Fax abgeschickt. Alter. Das ist doch so, ist es. Ich bin noch unter Adrenalin. So. Das Interview ist manchmal für mich sogar, muss ich sagen, ein bisschen anstrengender, irgendwie so ein Battle zu schreiben. Schlimmer als ein Battle. Okay. Ja, ja, genau. Also, wenn ich jetzt hier ein bisschen, wenn ich hier jetzt ein bisschen Joke oder so passiert. Ja, jetzt scheiße. Spaß, nee, auf jeden Spaß. Fall, hast du alles abrufen können, was du dir vorgenommen hast? So? Ja, schon. Also, es war jede Line drin. Eigentlich an einer Stelle habe ich mal ein bisschen gejoked, so, aber. Und du bist mit deiner Performance, die du heute hier abgeliefert hast, zufrieden so und auch mit dem Battle, mit deinem Gegner so, das Niveau? Ja, ja, vom Gegner auf jeden Fall her, also er hat eine gute Leistung gebracht. Ich weiß jetzt zwar echt wenig so im Nachhinein, was er noch so gesagt hat, ein paar Lines sind mir noch so im Kopf. Aber sind dir die Worte um die Ohren geflogen? Ja, genau, genau. So, da war mir kurz mal ein bisschen schwindelig. Ja, das war so ein bisschen Clash of Styles auf jeden Fall. Dann Chief, welche Lines sind dir denn direkt hängen geblieben jetzt? Ja, nee, hier, Lines weniger. Ja. Ich fand, du hast gerade das Stichwort genannt, Clash of Styles. Sein Gegner hat das auch, glaube ich, direkt als Eröffnungsline oder so rausgebracht. Jetzt muss man sagen, sein Gegner hat halt einen super krass markanten Style. Mhm. Und von daher ist fast jedes Match gegen Paperbite ein Clash of Styles, weil er wirklich halt übelst markant ist. Und dieses Ding hast du ja wirklich ausgearbeitet bis zum Get-No. So. Du hast ihn phasenweise wirklich auch nachgemacht in dem Style. Ja. Finde ich, ist dir sehr, sehr gut gelungen. Ja, man muss, und ja, du hast gesagt, du hast dich da komplett mit dem Charakter beschäftigt. Ich weiß bis heute auch noch nicht, das frage ich ihn aber gleich, ob er die Stimme verstellt oder das wirklich so ist. Aber auf jeden Fall alleine von den Lines, so, du hast dann irgendwie mal gesagt, ja schön, das ist 2000er-Style und zwar noch vor Christus. Da war eine Line, haha! Und ja, kommt aus dem... Ja, ey, hier, wie siehst du das wirklich jetzt, nicht so diplomatisch, sondern fandst du, du konntest ihn knacken mit deiner Analyse, mit deinem ganzen lächerlich machen? Oder hat sich ja die brachiale Gewalt, weil ich fand, er ist relativ unbeeindruckt da von deiner Imitation geblieben und hat halt weiter auf dich eingebrettert und sich auch pro Runde gesteigert. Fandst du denn jetzt im Nachhinein, hat gelangt gegen ihn oder sagst du, Ah, das weiß ich jetzt nicht, ob es gelangt hat, so, das muss man mal schauen, weil es gibt ja auch viele Leute, die so auf den Style von Paperbite stehen und ja, ich muss auch echt sagen, so was du angesprochen hast mit dem, dass ich halt auf ihn eingegangen bin, so das war halt, ja, ich wollte halt einfach, scheiße, jetzt choke ich gerade. Ja, solange du es nicht im Bett machst, Alter, so. Passt schon, gell. Fuck, jetzt habe ich vergessen, auf was ich eigentlich hinaus wollte. Gegnerbezug, irgendwas. Ja, ja, sag mir nochmal, was du davor gesagt hast, du hast irgendwas mit, dass ich auf ihn eingehe. Hm? In welchem Bezug war das nochmal? Na, ich wollte eigentlich nur... Ah ja, auf seine Delivery halt. So. Ja, ich weiß nicht, ob ich mich als Gewinner sehe. So, ich habe auf jeden Fall getroffen auf das, was ich eingegangen bin. Ich hatte auch große Befürchtungen, so dass er... oder was heißt Befürchtungen, aber ich hätte es mir auch vorstellen können, dass er vielleicht so einen anderen Style bringt. Oder was heißt nicht einen anderen Style, aber halt vielleicht ein bisschen mit einem anderen Inhalt. Dann wäre es vielleicht krasser gekommen, weil dann hätte Mainz auch nicht so getroffen. Und so, dass er halt auch, mir wurde halt im Nachhinein auch gesagt, ich weiß halt echt nicht mehr, was bei ihm so im Part vorkommt. Das müsste ich mir nochmal anschauen, um zu entscheiden zu können, ob ich gewonnen habe oder ob er gewonnen hat. Und ja, auf jeden Fall
soll es anscheinend getroffen haben. Ja, aber ey, du hast Crowd-Reactions geholt, auf jeden Fall. Zumindest in der ersten und zweiten Runde das Ding mindestens auf Augenhöhe gestaltet. Wenn nicht so, ja, da deine Pluspunkte eindeutig sammeln können. Ich fand, die letzte Runde war super krass von Paperbite. Aber da muss man sehen, ob das ausreicht. Und du sagst es, er hat halt einen gewöhnungsbedürftigen Style. Entweder man feiert den super krass ab oder man kann damit relativ wenig anfangen. Vielleicht bist du aber dem Publikum sympathischer und kannst da ein paar Punkte sammeln. Wer weiß. In diesem Sinne, das entscheidet ihr auf jeden Fall, ob Scamp heute den Sieg nach Hause nimmt. Ja, Mann, ey, hier stimmt man für ab, wenn er fandet, dass er ihn platt gemacht hat. Weil kann man durchaus so sehen. Weil das andere ist halt super lyrisch, dies, das, aber hier waren Punchlines am Start und sehr, sehr viel Gegnerbezug. Von daher, ich bin gespannt aufs Voting. Entsprechend hier stimmt ab, wenn das Camp vorne saht. Wir sind draußen an der Stelle. Ayo, peace. Du und deine Lines. Ayo, du und deine Lines. Match Nummer 66. Und wir sitzen hier mit dem Contender Paperbite. Bite. Alles gut bei dir? Alles super. Killer Shit, hat es dir Spaß gemacht heute, das Battle? Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ja. Ja? Hast du dich gefreut, dass du Paroli geboten bekommen hast, auch von deinem Gegner? Das ja, ist ein stabiles, mich gefreut. Dass wir ein stabiles Match heute auf jeden Fall abgeben. Hat er auch auf jeden Fall gemacht, ja. Killer, auf jeden Fall. Ist der Matchplan aufgegangen? Hast du alles das durchgezogen und in der Form, wie du es dir vorgenommen hast? Nee, so? Nee, gar nicht. Ich Warum? Zwischendurch. Das Mike ein bisschen zu dir vielleicht? Zwischendurch war etwas weg. Das habe ich dann aber vielmehr eine Sekunde später ein, dass ich dann einfach weitergegangen bin im Text und einfach was anderes gemacht habe. Und dann habe ich es danach nochmal gemacht und dann das Ende. Cool. Das war unglücklich, aber es hat funktioniert, deswegen ist es nicht so schlimm. So wünschen es sich viele MCs, glaube ich, aber die können das dann nicht so abrufen wie dein Kopf, der sich dann irgendwelche anderen Windungen sucht und dann merkt der Zuschauer es gar nicht. Also vielleicht hast du es trainiert oder ist es eine Angewohnheit? Nee, ich habe das aber jeden Morgen unter der Dusche einmal aufgesagt. Sozusagen. Ja. Und ja, das hat dabei geholfen. Ah ja. Okay, tight. Ja, Chief, wie fandest du denn die Leistung von Paperbite heute? Und du wolltest ihm auch noch eine spezielle Frage stellen, allgemein. Ja. Na, mit der Stimme. Ach so. Ja, na los. Halt, du hörst meine Stimme doch. Ach stimmt, hier, in der Anna. Erzähl mal noch was. Wozu? Nee, Quatsch, was ihr habt die ganze Zeit was gesagt. Nee, na, ich bin immer so hin und her gerissen. Zu überlegen, ob das wirklich deine richtige Rap-Stimme ist, wenn du auch Tracks machen würdest oder so, oder ob das irgendwie... Das kommt immer ein bisschen auf den Track an, aber wenn ich versuche, das aggressiv zu gestalten, dann wird die Stimme halt auch aggressiv angepasst einfach. Ja. Und im Battle ist es halt oft, dass ich das aggressiv schreibe, ne? Da passiert das halt oft. Ja. Das mit der Stimme ist es jetzt ja nicht so, aber das ist natürlich die Kombination mit deiner Lyrik. Das wirkt halt mega krass, weil du crazy schreibst. Also wirklich, George Midas hatte so diesen Mittelalter-Style. Du kommst da auch wirklich mit Sachen an, wo man wahrscheinlich 3 oder 4 Mal diese Battle schauen muss, um alle zu peilen. Also offensichtlich liest du viele Bücher oder bist sonst in irgendeiner Form sehr, sehr gebildet. Internet. Oder tust. Zumindest so hier in deinen Lyrics. Also es gelingt dir auf jeden Fall hier eine absolut andere Ebene zu eröffnen und sich zu erschließen, die meisten Rapper halt ja nicht auf dem Schirm haben. Aber dadurch kannst du dir natürlich ab und zu das Grab schaufeln, nämlich genau dann, wenn du das Publikum nicht abholst. Ja. Du bist da, glaube ich, auch ziemlich derjenige, der da die Geschmäcker teilt, war. Also viele sagen, was macht der da? Ist das so irgendwie jetzt... Und dann muss man aber sehen, wenn man wirklich die Lines hört, so, dann ist es definitiv krass. Aber lass mal auf deinen Gegner kommen. Der hat dich ganz genau analysiert. Der wusste natürlich, mit was für einem Style du da ankommst. Und er hat versucht, dich lächerlich zu machen, wo es ging. Mit Interpretationen, mit halt kompletter Veräpplung da deiner... Assoziierung zu Morlock Dilemma und so weiter. Da hat er auch einen wunderschönen Rein gehabt, aber das... Ich habe Morlock Dilemma auch noch im Kopf, aber es fällt mir halt immer sehr schwer, mir da jetzt irgendwas zu merken. Ich weiß aber noch, dass ich das Gefühl hatte, okay, das ist jetzt, also meine zweite Runde fand ich sowieso meine schwächste in dem Sinne. Hast du dich gepuncht gefühlt? Ich habe mich auch gepuncht gefühlt, auf jeden Fall in der zweiten, auf jeden Fall. Und das hat dann aber in der dritten eher geholfen,
weil ich dann dachte, okay. Da hast du richtig ausgepackt, Alter. Da habe ich dann gedacht, ja, okay, wenn da das jetzt, wenn er das so scheiße findet. Da dachte ich, wenn er das so scheiße ja, findet, weil er hat ja auch so. Ich habe sie bis heute nicht gepeilt, aber die war so, was macht er da? Und, ja, da war was mit, was heißt, auch mit der Gestik und so weiter. Und dann dachte ich einfach, ja, komm, fuck it, dann machst du das jetzt einfach total. So, einfach. Wer es dann nicht mag, der mag es dann nicht. Und wer es mag, der wird sich denken, ja, okay. Ja, und es sind ja auch nicht nur so eine abstrusen, abstrakten, verwurschtelten Epic-Lines so vorhanden bei dir, sondern auch ganz einfache, wie zum Beispiel mit dem Liegestützen. Ne? Liegestützen. Musste ich beim Liegen stützen. Und vorher... Kleines Wortspiel. Ja, auf jeden Fall so. Ne? Von daher, ich fand das auf jeden Fall ziemlich clever und auch deine gesamte Performance. Und ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und es war ein tighter Abend so. Und die Zuschauer sind es genauso. Wenn ihr Paperbite heute stabiler fandet, besser fandet, richtig geil, epic Lines performt und einfach stabil abgeliefert, wenn ihr gewinnen soll, kurzum, dann votet auf jeden Fall für ihn. Chief, was sagst du noch dazu zum Schluss? Genau das. War? Abstimmen. Abstimmen, so sieht's aus. Haut da rein, Leute. Wir sind raus. Paperbite, du und dann eins. Peace.